Die Ehrenrunde genoss Stefan Bötticher überglücklich mit ausgebreiteten Armen, bei der Siegerehrung küsste er stolz das hart erkämpfte EM-Trikot. Der frühere Sprint-Weltmeister hat den erfolgreichen deutschen Bahnradasen bei den Europameisterschaften in Glasgow einen goldenen Abschluss beschert. Im Keirin-Wettbewerb raste der 26-Jährige am Dienstag zum Sieg und komplettierte damit auch seinen persönlichen EM-Medaillensatz. Bötticher hatte zuvor Silber im Sprint und Bronze im Teamsprint gewonnen. Es ist fast wie im Film. Das hätte ich mir nicht erträumen können. Jede Farbe einmal, ich kann es noch nicht fassen, sagte Bötticher im ZDF. Für die deutschen Bahnspezialisten endete mit Bötticher's Goldfahrt eine überaus erfolgreiche EM, die nach dem schweren Trainingsunfall von Weltmeisterin Christina Vogel Ende Juni unter äußerst schwierigen Vorzeichen gestanden hatte. Insgesamt holten die Starter des Bundesdeutscher Radfahrer BDR 11 Medaillen, 3 davon in Gold. Schlussstrich unter persönliche Leinszeit Bötticher, bereits im Juniorenbereich Europameister im Keirin, verdiente sich seinen Sieg mit einem taktisch klugen Rennen, das er mit einem kraftvollen Tigersprung erfolgreich abschloss. Bötticher verwies im Circus Hoy Velodrom den Franzosen Sébastien Vigier und Jack Kalin aus Großbritannien auf die Plätze. Es hat gereicht, das hätte ich nicht gedacht, sagte Bötticher. Bundestrainer Detlef Übel lobte seinen Schützling. Das ist ein tolles Ergebnis und zum Abschluss nochmal die Krönung, sagte Übel, der den Zusammenhalt in der Mannschaft hervorhob. Gerade im Frauenbereich war die Ausgangsposition schwierig. Bötticher konnte mit dem Sieg auch endlich einen Schlussstrich unter eine persönliche Leinszeit ziehen. Nach dem WM-Titel im Sprint und Teamsprint 2013 gewann er im Folgejahr immerhin noch WM-Silber im Sprint. Anschließend machte ihm aber eine hartnäckige Verletzung zu schaffen, sogar das Karriereende drohte. Hinzel wird Vorletzte im kleinen Finale. Dienstag war Bötticher der einzige deutsche Bahnradfahrer, der das Podest erreichte. Mit einem Start im kleinen Finale des Keirin-Wettbewerbs hatte sich Bötticher's Vereinskollege Joachim Eilers begnügen müssen. Der 28-Jährige, bereits mit Silber 1000m-Zeitfahren und Bronze Teamsprint dekoriert, schlug sich dabei aber sehr gut und sicherte sich mit dem Sieg immerhin noch Gesamtplatz 7. Bei den Frauen wurde die deutsche Meisterin Emma Hinze Vorletzte im kleinen Finale und belegte im Gesamtranking den 11. Platz. Gold ging an die Französin Mathilde Gross. Der Berliner Maximilian Bayer hatte zuvor beim Sieg des Briten Matthew Walz Rang 7 im Ausscheidungsfahren erzielt. Punkt. Im Zweiermannschaftsfahren der Frauen kamen Anna Knauer und Lisa Kölmer nicht über den 11. Rang hinaus.